Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dying Light 2, da sind wir wieder. Ja, du, wir müssen noch mit Sophie quatschen. Da tun wir jetzt erstmal. Ich bin hier. Was ist mit deinem Funkgerät? Funktioniert's jetzt? Manchmal geht es, manchmal nicht. Purer Zufall. Susie, Logan, ich schwöre, ich schlitze sie auf und esse ihre Eingeweide. Bernie, Ralph, auf euch! Ich liebe euch. Was jetzt? Erinnerst du dich an den Beginn des Niedergangs, Aiden? Nur vage. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten die Kirche eine Weile gegen die Infizierten verteidigt. Meine Mutter hatte das Sagen. Sie verlor täglich Dutzende Leute. Sie hielt alle am Leben, während ich Barney im Auge behielt. Sie flehte die Peacekeeper um Hilfe an, wurde aber ignoriert. Schließlich wurde sie verletzt. Es war Dämmerung. Sie brachten mich zu ihr, aufs Dach der Sakristei. Sie sah mich und nahm mir das Versprechen ab, mich um meinen Bruder zu kümmern. Sie sagte das, als würde sie mir ein Auto leihen und sicher gehen wollen, dass ich es unbeschädigt zurückbringe. Danach ernannte sie Karl zu ihrem Nachfolger, mit mir an seiner Seite. Du wirst einmal ein viel besserer Anführer sein als Karl, sagte sie. Aber solange die Welt brennt, hören die Menschen nicht auf jemanden, der so jung ist. Sie lag falsch. So habe ich mein ganzes Leben lang gedacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt verstehe ich meine Mutter. Als Anführer musst du skrupellos sein. Damals war ich nicht bereit. Jetzt bin ich es. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Und ich weiß, was Verlust bedeutet. Sprichst du über jemand Bestimmtes? Ist eine lange Geschichte über mir. Lange Geschichte. Ach, meine Geschichten sind gerade nicht so wichtig. Ich verstehe. Ich erzähle meine nicht, dann erzählst du deine nicht. Gut. So meine ich's nicht. Ach nein? Das ist eine alte Geschichte, die noch immer zahlreiche unbeantwortete Fragen hat. Bist du deshalb zum Pilger geworden, um diese Antworten zu finden? Du siehst absolut nicht wie ein Verbrecher aus. Zumindest für mich nicht. Ja, weil du mich nicht kennst. Sophie, wir müssen reden. Zeit zu handeln. Je schneller wir das hier durchziehen, desto weniger vorbereitet sind Jack und Joe. Aiden, Aiden. Lass uns noch mal von vorn anfangen. Hier, trink dir ein bisschen Mut an. Solltest du vor einer Mission wirklich so viel trinken, Barney? Ich? Ich hab die stärkste Leber in ganz Villador. Kümmer dich um dich selbst, Pilger. Wo ist Sophie? Dort. Auf dem Dach. Ich hab dich im Auge, Pilger. Jo, cool. Sophie. Schließ nicht Sophie an, ja, let's go. Es ist ein trauriger Tag. Oh. Bist du hier, um rumzulungern? Anscheinend beobachten uns die Peacekeeper. Lass sie nur schauen. Was mit Jack und Joe passiert ist, das können wir auch mit ihnen machen. Du sagtest, es sei Zeit zu handeln. Wir handeln. Ich habe 3 Späher zum Lager geschickt. Karl und die Kristalle müssen irgendwo im Gebäude sein. Ja, ich denke mal, wir müssen jetzt das Fernglas und Gegner markieren. Oder sehen den Gegner. Ich würde sagen, schauen wir mal rein. Nicht viele Wachen. Wie's gedacht hab. Die meisten schlafen wahrscheinlich. Es gibt ein paar Eingänge ins Lager. Der Vordereingang wäre Selbstmord. Da sind die meisten Wachen. Du gehst zuerst rein. Wir schlagen uns von der anderen Seite aus durch. Wir nehmen sie in die Zange. Wenn irgendetwas schief geht, ziehen wir uns in die Basis zurück. Wo? Das Tango-Motel. Ja, Leute, welchen Eingang nehmen wir? Ich würde fast sagen,
Oh, oder ein paar Gaspullen. Schade, dass ich die jetzt im Inventar packen kann. Mitnehmen kann ich die. Ich würde sagen, wir nehmen den rechten. Den Seiteneingang. Verstecken, Flaschen schmeißen, kennen wir alles mittlerweile schon. Außer den Schleichangriff, den kenne ich gerade nicht. Schleichen Sie sich hinter den Feind und drücken Sie F, um sie zu überwältigen. Verteidigen Sie sich, Kampffertigkeit, Stich. Okay. Planänderung, Aiden. Sie haben unser Versteck angegriffen. Wer? Sophie? Meine Männer sind dort. Finde Karl. Rette ihn und beschaffe unsere Kristalle. Hallo? Schnell. Ich tue, was ich kann. Ja, super. Jetzt können wir Zombies klatschen hier, oder was? Alter, wie viele sind denn hier? Müssen rein. Da war der Erste. Stecken wir uns mal fix hier. Oh, hier ist ein Bruder von mir. Kurz die Waffe wechseln. Mal ins Inventar schauen. Schaden 15. Gut, Leute. Na gut, dann müssen wir kämpfen, Leute. Wow, der Erste ist weg. Meine Kollegen kommen. Du darfst hier nicht deine Orgel spielen, Kollege. Weg mit dir, Junge. Oh, fuck it. Ja, komm her, schlag zu, Junge. Au, der Erste ist weg. Hallo, Leute. Du bist auch weg, Kollege. Der Zweite ist weg. Wer ist dein Kollege? Der ist Feind, okay. Manchmal blicke ich nicht, wer der Feind ist, wenn ich... Komm her, Junge. Au, scheiße. Er hat die alle getötet, ey. Oh shit. Shit, Leute, ich muss die echt verprügeln, die Typen. Oh, es werden immer mehr. Bleib ich ein Problem gleich, Leute. Ich muss kurz weg. Jungs, friss Gas, Jungs. Boom. Den mach ich noch kalt hier, den Typ. Ja, komm her, Junge. Scheiße. Oh, die Birne ist weg. Den brauche ich nicht eigentlich. Heil mich schnell, dann geht's weiter. Ah, Zombies, shit. Kurz. Oh, die Waffe ist fast defekt. Wo sind die denn überhaupt, die Typen? Töten sie den Anführer. Da hinten müsste irgendwo sein. Adam. Na gut, er ist so ein Trompetenspieler. Ich glaube, den brauchen wir nicht töten. Na
Gut, da ist ein wichtiger Trompetenspieler. Tschüss, Arschloch. Entschuldigung, der ist weg. Naja, Leute, ich weiß noch nicht, wie viele noch von den Typen hier rumlungern. Hier unten scheint erstmal nichts zu sein. Okay, da unten ist zumindest einer, den wir platt machen müssen. Den müssen wir machen, der scheint etwas stärker zu sein. Und unseren Trompetenspieler hier. Bist du einer? Du bist einer. Okay, dann müssen wir den zuerst wegmachen. Nach wem klicke ich? Rate mal. Der Kollege hat jetzt keine Verstärkung ruft. Hier lang! Die Kollegen kommen jetzt hier hoch. Kommt hoch, Jungs. Ich Idiot. Das war ein Fehler, Kollege. Da kommt der nächste Trompetenspieler. Oh. Was war das denn, Mann? Was war das? Oh, nur der Lieutenant. Oh fuck. Ich glaube, dass der Typ ein bisschen stärker sein könnte. Ich muss sortieren. Der Kollege muss zu mir kommen, der kleinere. Komm her. Ey, yo. Schön die Birne weg. Ja. Oh, der schmeißt mit Steine oder was? Komm hoch, Kollege. Ey, ich back fest. Scheiße. Bin festgebackt. Erster hier. Oh, oh, fuck, Alter. Fuck, fuck. Alter, ist der stark, scheiße. Du gehörst ganz mir. Alter, ja, wie gefällt dir das? Ey, wie soll ich den denn fertig machen, der Typ, ey? Gas, Gas, irgendwo Gas. Ja, jetzt kommt noch Unterstützung. Gas bräuchte ich. Noch irgendwo ein paar Pfeile, Speere, Entschuldigung. Ja Leute, ich glaube mit meinem kleinen Hackebeil werde ich nicht weit kommen bei dem Typ. Alle Mann ran an den Speck. Hier ist Endstation. Brauch Gas oder Speere. Ah, da ist Gas. Sehr gut.
Er ist ja ziemlich langsam. Wo ist er denn? Komm her. Da stand noch ein Speer rum. Im Leben nicht. Wo kommt ihr her? Ja, Junge, bleib da, komm. Scheiße. Ja, dann nehmen wir den Speer. Jetzt kommen wir Zombies oder wie? Ja, anscheinend schon. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wie gefällt dir das? Oh, fuck. Überraschung, du Penner. Du entkommst der Nummer. Nicht übel, der Typ. Wo sind die Zombies denn jetzt hin? Mach den Fixer fertig. Schlitz ihn auf. Du gehörst ganz mir. Hab mich nicht, du Stück Scheiße. Ich hab nicht viel, um den kaputt zu machen. Wie gefall ich dir jetzt, du Bastard? Die einzige Möglichkeit ist auszuweichen. Das sieht anscheinend auch so aus, als wir es tun müssen. Ja, komm her, mein Kollege. Komm her. Nimm das! Hab mich nicht, du Stück Scheiße! Keine andere Möglichkeit. Oh, da war mein Holzkopf. Hat's gehört. Ich schreie schon sehr seltsame Kerle. Ja. Arm ab. Ein bisschen auf diese Predator. Ein bisschen geglitscht. Bauen Sie eine Sicherheitszone auf. Ja, wann stirbst du denn endlich? So. Im Endeffekt war er doch ziemlich leicht, aber wenigstens mal ein bisschen Action. So, neue Sicherheitszone für uns. Für Sophie arbeiten mehrere Personen, ein Pilger zum Beispiel. Wir schauen mal eben ins Inventar rein. Waffentechnisch sieht es noch ganz gut aus. Fertigung, können wir ein paar Bandagen machen. Ja, machen die maximale Anzahl. So, Fertigkeiten. Ja, wir nehmen mal die hier. So, befreien Sie Karl. Wo ist denn Karl? Karl, wo bist du? Hinterhältige Mistkerle. Pilger, wo sind die anderen? Sie wurden angegriffen. Wo sind die Kristalle? Da drüben. Funke Sophie an. Schnell. Sophie? Ich hab Karl. Es geht ihm gut. Was ist mit euch? Sophie? Sophie, bist du da? Du musst ihnen helfen, Aiden. Wohin soll ich gehen? Wo sind Jack und Joe? Puh. Wohin soll ich gehen? Zum Tango Motel. Dort ist Sophies Versteck. Lauf! Schnell! Nicht zu fassen, dass sie mich so zum Narren halten konnten. Dann sind wir wieder unterwegs. Ab zum Hotel. Endlich hat diesen Wichsern mal jemand gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, gern geschehen.
es sieht schon wirklich, wirklich sehr geil aus. Vor allem, wie viele Zombies hier rumlaufen. Aber durch die Seuche können wir nicht laufen. Wir müssen hierher. Okay, warte kurz, gucken, wo man tritt. Schnell durch die Zombie-Horde hier durch. Oh, hier ist das Hotel. Und noch was, Hakon. Das Versteck von Sophie und Barney wurde angegriffen. Es könnten Peacekeeper sein. Fuck. Denk daran, warum du hier bist, Aiden. Wir sollen in den Zentralring gelangen und uns nicht in lokale Konflikte einmischen. Misch dich nicht in diese Sache ein. Geh zurück zur U-Bahn. Wir sagen Aiden, was wir haben. Vielleicht lässt er uns dann durch. Ja, was machen wir, Leute? Puh, ich muss schnell entscheiden. Ich würde sagen, wir treffen uns mit Sophie. Ich muss gehen, Hakon. Ich habe versprochen, Sophie zu helfen. Außerdem gelangen wir nur so an die Wahrheit. Okay. Ich melde mich. Ziel aktualisiert. Durchsuchen Sie das Motel. Kein Scheiß, Kippen brauchen wir nicht. Ich bin zu spät. Sophie! Barney! Bist du da? Sophie? Sophie, melde dich. Schauen wir mal. Wo ist denn Hermann? Hermann steht wahrscheinlich irgendwo in der Ecke. In der Ecke und hat nichts mitgekriegt. Okay, wir können hierher. Hier können wir nicht rein. Gut, Leute, ich würde sagen, wir gehen hierher. Müssen wir ja. Gibt's noch nichts zu holen für uns? Da können wir rein. Können aber auch höher gehen. Okay, jetzt Ende. Wir müssen also hier rein. Sophie, was ist los, verdammt? Melde dich! Hallo? Müssen anscheinend raus. Oder kann ich es über die Fensterbank? Kann ich hier weiter? Nein, kann... shit! Ich bin so ein Idiot. Darüber rein. Ah, Leute, ich muss nochmal ins Hotel. Kampfstoffbehälter in der Nähe. Ist der Hausflur? So, jetzt nochmal. Können wir also nicht rein. Ich muss aber irgendwo darüber. Ist hier irgendwas? Kommen wir hier weiter? Okay, wir kommen durch.
Ja, Moment. Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Wahrscheinlich müssen wir aufs Dach. Oder von außen irgendwie rein. Auf jeden Fall darüber. Okay, wahrscheinlich daher. Ja, das sieht richtig aus. Teile für uns und Hemmstoff. Oh, nice, aber hier kommen wir nicht rein. Kommen wir nicht rein. Wir gehen weiter. Da sind wir reingekommen. Da können wir nicht durch. Wir können hier rein oder hier rein. Wo kommen wir hier rein? Hier ist Aiden. Ihre Männer sind tot. Oh, Scheiße. Verdammt, Aiden. Ich hatte gerade angefangen, dich zu mögen. Du hast die Peacekeeper hergebracht. Ich habe euch geholfen. Du hast uns im Stich gelassen. Und jetzt müssen wir dich umlegen. Aether geholfen. Und dir selbst. Uns zu helfen war nur ein Nebeneffekt. Worauf wartet ihr? Keine Ahnung, was ihr tun sollt? Ja gut, die nächsten beiden Toten gleich liegen. Ich hoffe, ich kann ihn gleich klapp machen. Kommen wir jetzt halt hier dran, Kollegen. Boah, ja, das ist schon mal ein Schädelbasisbruch. Ja, komm. Boom. Oh, der Holzkopf wieder. Oh, jetzt kommt noch mehr. Wie gefall ich dir jetzt? Der nächste weg. Und wir haben eh keine Chance jetzt. Nimm das! Er läuft hier rum ohne Arm. Sauber. Hab ich dich, du Stück Scheiße! Ja, komm. Das wird dann gleich, Kollege. Das war's. Und das hat sich jetzt gelohnt, Jungs. Okay. Ja, brauchen wir auch nicht. Ja, ich würde sagen, kurz und knapp, damit endet die Folge heute. Und ich hoffe, hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.